Tage 478 und 79. Beim Sandabbau fiel mir das Mickey-Maus-ähnliche Gebilde ein, das nahe dem Leuchtturm im Wasser liegt. Ich wollte es endlich untersuchen. Das brennt mir schon seit über einem Jahr unter den Nägeln. Zunächst füllte ich es mit Sand auf und begann, ihn von oben her wieder abzubauen. Bis zum Abend habe ich nichts Besonderes entdeckt, außer der Glaswand zu meinem alten Fußgängertunnel, der zur Verwaltung gehen sollte, jetzt aber durch die U-Bahn ersetzt ist. Tag 480. Zwei Truhen und ein seltsames, feuriges, käfigähnliches Gebilde konnte ich aus dem Sand buddeln. In den Truhen waren neben Rotsteineimern, Brot und Ähnlichem noch Kakaobohnen und Sättel. Wer mag diese Truhen in diesen Raum gestellt haben? In dem feurigen Käfig schien etwas zu rotieren. Vielleicht war etwas dort eingeschlossen. Und jetzt hatte ich es befreit. Ich war so ein Trottel. Ich musste das Ding irgendwie überwachen. Dazu bot sich der alte Fußgängertunnel an. Ich sollte einfach mal Wache schieben und schauen, was passiert. Eine Glaswand war ja zufälligerweise schon von mir eingebaut worden. Tag 480. Von meinem Logenplatz konnte ich die grausigen Geschehnisse miterleben. In der Dunkelheit erschien ein Skelett nach dem anderen neben dem Käfig. Sie blieben zum Glück in der Grube und benutzten den Weg nach oben nicht. Sie schauten mich durch das Glas an. Ein Geheimnis dieser Welt ist gelüftet. Die Monster erscheinen offenbar in der Nähe solcher Käfige. Hier nur Skelette, aber vielleicht gibt es auch welche, wo Zombies, Spinnen und Krieger herauskamen. Das ist schon irre. Diese Käfige müssen über die Welt verteilt sein. Dieser war nur bisher nicht aktiviert gewesen, weil er unter Sand versteckt war. Ich machte mir dennoch keine Sorgen, denn die Sonne würde sie am Tage verbrennen. Es war gruselig und faszinierend zugleich. Tage 491 bis 94. Ich baute eine neue U-Bahn von meinem Lager in die Tiefe zum unterirdischen Höhlenportal. Das geht doch etwas schneller, als den Weg immer zu Fuß zu laufen. Schließlich, nachdem ich alle Schienen verlegt hatte, machte ich eine Probefahrt und eröffnete die Bahn mit einem Festakt. Ich lud die Tiere im Stall zu einem opulenten Essen ein, es gab Weizen mit Stängel. Die Tiere bedankten sich mit einem erneuten Schwung Nachwuchs.